wunderst du dich eigentlich immer wieder, dass es bei dir nicht vorangeht? Und stellst du dir die richtigen Fragen in dem Zug? Oder lässt sich das mehr oder weniger kalt? Weil du kannst natürlich was gegen machen. Du kannst für dich herausfinden, welche einzelnen Schritte müssen denn jetzt gegangen werden? Was ist denn dafür notwendig? Und die Besonderheit ist, man braucht für alles in seinem Leben eine gewisse Ausdauer. Man muss immer wieder sich neu und zurecht rücken. Und da in diesem Hinblick muss man so sein, dass man für sich herausfindet, was ist denn da in der Vergangenheit gewesen, was nicht funktioniert hat. Und dann muss man genau da, wenn man es herausgefunden hat, ansetzen, um für sich auch das aufzulösen und gleichzeitig das geradlinig wieder so aufzustellen, dass es für dich funktioniert. Aber nicht, indem du sagst, ich mache etwas für ein oder zwei oder drei Wochen und dann lasse ich das längst liegen. Es gibt nicht umsonst gewisse Ausdrücke, die man da einsetzen kann, die das Ganze mehr oder weniger offensichtlich aufzeigen. Weil jemand, der nicht diese wirkliche Ausdauer besitzt, diese Stärke, die man da im Großen und Ganzen anwenden muss, dann wird das nichts. Man kann nicht kurzfristige Ergebnisse und wirkliche Resultate erwarten, wenn man nicht weiß, wie die dann entstehen. Und vor allem, wenn man etwas noch nicht erreicht hat, wird man es auch nicht erreichen, weil man gar nicht weiß, wie das denn überhaupt für einen grundsätzlich durchführbar ist. Weil man weiß es nicht und aus dem einfachen Grund ist es nicht realistisch und vorzuweisen. Und wenn du es auch möchtest, wenn du für dich herausfinden willst, wie du letztendlich das aufarbeiten kannst, damit das für dich funktioniert, damit du ganz genau weißt, was ist dafür sinnig und was muss ich da direkt und in dem Zusammenhang einsetzen, dann schick mir einfach mal eine Nachricht und wir gucken, wo du jetzt stehst, wo du sein möchtest und was dafür relevant ist, um da auch diesen Anspruch wirklich geltend zu machen. Und wenn dir das gefallen hat, dieses Video, dann schick das an andere Menschen, die du auch darüber mal überzeugen und in Kenntnis setzen möchtest. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.